Ihr seht hier die zwei Streichhölzer. Jetzt pass mal auf. Eins, zwei und Buh. Und Buh. Hey! Schaut. Eins, zwei und wieder. Das hat gar keinen Sinn, Alter. Was? Der Ring ist auf meinem Finger. Schaut mal, ich nehme jetzt den Ring hier ab, okay? Du siehst, der Würfel hier ist komplett durcheinander. Wenn ich hier einmal ein bisschen schüttel, ist der Würfel wieder komplett gelöst. Fabian? Ja? Ich hab Durst. Du hast Durst? Was willst du? Eistee. Schau mal, Feuer. Und? Eistee. So löschen wir den Durst, Leute. Einfach ein bisschen Magie. Hier eine Karte rausziehen. Eine Karte zieht ihr hier raus. Und ich versuche den Würfel genauso nachzudrehen wie hier. Okay? Pass mal auf. Zieh mal eine Karte raus, welche du willst. Eine ziehen. Einfach rausziehen, genau. Die Karte schaust du dir an und merkst du dir. Okay, du hast in deinem Kopf. Pass auf, die restlichen Karten. Die hältst du jetzt einfach mal so in der Hand, einfach so halten. So. Okay. So. Die Karte zeigst du mir jetzt für eine Millisekunde, ganz kurz, und ich versuche das danach zu kriegen. Wie schnell? So. Einfach nur ganz kurz zeigen. Zeig mir ganz kurz die Karte. Okay, nochmal auf die Plätze, fertig. Zeig. Genau. So. Und jetzt drehe ich den Würfel durcheinander. So. Und ich glaube, jetzt habe ich den Würfel genauso verdreht wie bei dir. Schauen wir uns das Ganze mal an. Jetzt siehst du das hier. Sieht jetzt genau gleich aus. Was? Krass, und wie? Okay, pass auf, heb mal den Würfel, okay? Pass auf, du siehst hier, Zauberwürfel, der ist ja durcheinander, gell? Ja. Einmal schüttel, ist er gelöst. Pass auf, aber nicht nur der, sondern alle Karten sind jetzt gelöst. Okay? Und das Coolste ist, wir können auch den Würfel nehmen, schau mal her, der Würfel. Wenn ich ein bisschen schüttel, ist auch der Zauberwürfel. Nein. Ich habe hier eine App dabei. Hier. Dafür muss ich von deiner Hand ein Bild machen, okay? Schau mal. So, ich mache hier ein Bild von deiner Hand. Das kann man ja gut sehen. Schau mal. Auf dem Bildschirm nicht erschrecken, ist mein Haustier, was er. Das ist aber nur auf dem Bildschirm, okay? Das ist eine Kakerlake, okay? Weißt du, wie die heißt? Nein. Die heißt Boris, okay? Die ist ganz zahm. Guck mal, man kann hingehen. Man kann die sogar mit dem Finger sehen, man kann die kitzeln. Siehst du das? Ich hab ein bisschen Angst. Jetzt wandert die, okay? Guck mal, wenn man zu ihr sagt, komm zurück. Die hört auf mich, komm zurück. Und jetzt kommt die wieder zu mir zurück, okay? Du musst einfach nur mit der linken Hand drüber gehen. Sag du mal, komm zurück, geh mit der Hand drüber. Aber du musst... Alter! Hier, die Karten sind alle unterschiedlich. Spendi, du darfst noch mal eine Karte rauswählen. Tipp eine an, einfach antippen, antippen, antippen. Die Karte gut merken. Guck mal, du hättest jede andere Karte im Spiel auch ziehen können. Ich darf die Karte nicht sehen und du darfst die anderen Karten halten. Zeig die Karte mal in die Kamera. Okay, und guck mal, ich habe hier drin in der Vorhersage ist ein Block. Und auf diesem Block, auf der ersten Seite, habe ich was drauf gemalt, okay? Ich präsentiere dir, deine Karte ist irgendwo in diesem Kartenspiel hier drin. Ich weiß, es ist nicht mein bester Trick, okay? So eine Kartenschachtel bisher, gell? Okay? Jetzt guck mal, wenn ich hoch und runter bewege, sieht es so aus, ich hab hier eine Karte rausgekommen. Okay? Das Coole ist, wenn ich still bin, kommt ganz raus. Und das Krasseste an der Sache ist, ich kann das Ganze nehmen, kann dir den Zettel wirklich geben und du siehst wirklich, es ist fest drauf. Hä? Digga, jetzt mal kein Scheiß, okay? Wirklich riesen Respekt, dass ich das auch noch live sehen kann, weil gestern habe ich America's Got Talent blablabla angeschaut, da war einer. Wen juckt? So Leute, ihr seht das Loch in der Karte. Ist das Loch hier echt? Oder ist das Loch hier nur eine Illusion? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Eine Karte ziehen, welche du willst. Zieh mal eine raus. Aber nicht die Herz 6. Nicht die Herz 6. Was hast du? Nein! Nein!
Nein! Okay, wir machen es nochmal. Die Herz-Sex, okay? Die tun wir diesmal weg. Pass auf. Zieh eine Karte raus, welche du willst, okay? Aber nicht die Herz-Sex, nicht die Herz-Sex. Zeig mal, was hast du. Die dreht. Ich geb's auf! Klasse gemacht. Kreuz 2. Pass auf, wir nehmen jetzt die Kreuz 2 einfach mal hier festhalten. So halten, okay? Jetzt habe ich hier noch die Herz 9, okay? Pass auf, die Herz 9 und? Jetzt habe ich die Kreuz 2. Schau mal, was du hast. Erzähl mal, Uffe. Hey! Hör auf! Die können wir nochmal. Betrüger! Siehst du die Fackel hier? Ja. Schau mal her. So. Und? Und jetzt? They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Ihr seht hier den Kaugummi, gell? Pass mal auf, ich nehme den Kaugummi, wenn ich ein bisschen ziehe. Oh Gott. Ist wieder ganz. Pass auf, wenn ich ein bisschen schüttel. Ach, oh mein Gott. Oh Gott, was war oh, das denn? Shit, ey. Oh shit. Die Billardkugel ist hier drauf. Schau okay. Hin. Eins, zwei und. Respekt, Respekt. Ja, dann lass den zaubern mit der Karte. Respekt. Respekt, Respekt. Komm runter! So, alle Karten hier sind unterschiedlich. Und du darfst jetzt gleich eine Karte, die du siehst, merken. Merk dir eine Karte, die du siehst. Okay. Hast du eine ja. In deinem Kopf? Mhm. Die Karte ist jetzt nur in deinen Gedanken. Okay, mhm. Es war eine Bildkarte, gell? Ja. Okay, pass mal auf. Ich hebe hier an einer Stelle ab. War deine Karte rot oder schwarz? Schwarz. Schwarz? Dreh mal die Karte um. Was war deine Karte? Sag laut. Bube Kreuz. Dreh um. Genau meine Karte hier. Echt? Ich habe genau die gleiche Karte genommen. Okay, pass auf, wir machen es nochmal. Denk mal an eine andere Karte. Denk okay. An eine Zahlenkarte. Siehst also du eine? Auch eine okay. Denkst du an eine? Okay, ja. Du denkst jetzt nur an eine Karte, heb mal in der Mitte ab. Die Hälfte hochheben. Okay? Was ist die Karte, an die du denkst? Sag die Zahl, sag 8. Die Zahl. Dreh um. Was? Umdrehung? Du siehst, die Verpackung ist leer und jetzt schau mal hin. Eins, zwei und... Nein! Wie geil! Mein Gott! Geil, danke. Kannst du auch essen, die sind wirklich echt. Die sind echt, echt. Genau, ja. Fünf, schau her, die fünf. Kommt in die Mitte rein und... Wieso was für Ziel, was? Dreh mal die oberste Karte. Nein! 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 Oh nein! Geil! Scheiß die Wand an! Scheiß die Wand an! Wie? Hast du gerade aus? Mach mal auf die 5 irgendwas drauf, dass die 5 komplett einzig haben. Penis! Warum Penis? Penis! Ja genau! Ich mach nur mal einen Penis drauf! So, jetzt sind die Haare! Was hast du für Penis am Start? Really, nigga. Wir sehen die 5 hier. Kommt hier in die Mitte rein. Und jetzt pass mal auf. Das Karo Ass nehmen wir jetzt. Nein. In deine Hand rein und. Wenn es. Halt, wenn es was? Hä? Hä? Der Schwanz war gar nicht da. Ich mach's diesmal mit dir. Ich hab hier ein Kartenspiel. Sag mal irgendwann stopp. Hier. Guck die Karte mal an. Die Karte gut merken, okay? Okay. Schaut okay. Her, ich nehme jetzt die Karte hier und ich zerreiß die Karte hier in mehrere Stückchen. Oh nein. Okay? Mhm. Kommt jetzt rum. So, ihr seht wirklich, die Karte hier ist komplett zerrissen. Sind wir uns einig? Ja. Okay, ein Stück davon nimmst du. So halten, ganze Zeit so halten, okay? Okay? Und die Karte kann man ja nur einmal so zerreißen, okay? Also ihr seht ja die Rissstellen. Mhm. Ja, genau. Schaut mal her, ich nehme jetzt hier die ganzen zerrissenen Ecken auf das Kartenspiel. Und jetzt schaut mal, ist wirklich alles kaputt und auseinander. Du hast die Ecke. Schaut mal hin. Hier ist die kaputte Karte. Eins, zwei und nicht wegschauen. Boom. Was? Was? Karte wird wieder ganz. Bruder, was? Passt perfekt. Was? Das ist die Karte, ne? Das
Stiege. Wallah, das ist. Es könnte ja sein, dass so eine andere Karte von Bruder, das hat keinen Sinn. Ja, aber das ist der hat sich gerissen von uns. Soll der genau gleich machen? Der hat doch so gerissen, Alter. Soll der gleich machen? So.